Los geht's ohne Alkohol heute. Einfach nur dieses Zeug. Ich dachte, wir gucken uns heute mal den hier an. Habt ihr Bock, eine Runde Weirdflex zu gucken? Ich habe nämlich hier so ein neuestes Gym-Video. Ich ziehe mir das jetzt rein und dann werde ich meine unqualifizierte Meinung dazu abgeben. What? Was ist dieser helle Teil? Ist das irgendwie so ein weißer Tanga, den sie drunter hat? Also ich finde das ja mittlerweile schon gut, dass die Frauen im Gym überhaupt Unterwäsche tragen. Ja, weil ich habe da auch schon so ein paar TikToks gesehen, wo einige meinten, jo, Unterwäsche ist eh voll unnötig und ich trage nichts drunter. Das war früher einfach so ein schlechter Witz von Peter Geimann oder so. Heute ist das Realität. Früher war das Gym ein Ort, wo man fleißig trainiert und an seinen Zielen gearbeitet hat. Und Nicht in meinem Fall. Ich habe früher im Gym eigentlich meistens geslackt. heute drehen irgendwelche Frauen ihren OnlyFans-Content dort. Nicht irgendwelche Frauen. Ganz bestimmte Frauen. Und das ist einfach nur respektlos gegenüber den anderen Gym-Mitgliedern, die da hingehen, um einfach zu trainieren, und dann werden sie von sowas belästigt. Also ganz ehrlich, ich wüsste nicht, was ich machen würde, wenn ich solche Gymshark-User dort sehen würde. Ich glaube, ich wäre maximal angenervt von denen. Ich habe mich zwei, dreimal, als das mit diesen Influencern noch nicht war, selber gefilmt, um zu gucken, ob ich einen Sprung richtig mache, weil ich mache manchmal auch mein Sprungtraining im Gym. Oh mein Gott, das war schon maximal cringe. Ich habe vorher alle gefragt, ob sie das stört und gemeint, dass ich nur mich selbst filme, weil mir das einfach maximal unangenehm ist. Und trotzdem dachte ich mir noch, ach du Scheiße, wenn irgendeiner jetzt auch nur denkt, dass ich den mitfilme, wäre mir das schon endpeinlich. Und ja, das ist ein öffentliches Gym, also was auch immer das heißt so. Und das ist ja eigentlich so ein englischer Begriff, Public Gym. Also ich meine, alle Gyms sind doch Public, außer es ist deins, was dir gehört, oder? Kann mir das mal einer erklären, was eigentlich mit öffentlichem Gym gemeint sein soll? Weil ich dachte so, wenn jeder da Mitglied werden kann, dann ist es öffentlich, oder? Und hier in München gibt es ja auch einige so Fitnessstudios, die richtig, richtig high-end sind. Also für die ganz krassen Bonzen mit, weiß ich nicht, 200 € Tagesbeitrag oder so. Ja, die sind dann auch Instagrammable. Also bei mir eher nicht so, aber. Zum Glück ist das ein Trend aus den USA. Ja, wieso zum Glück, Mann? Was ist daran Glück? Diese YouTuber und ihre Sprüche, ja. Also einfach irgendwie. Ja, nein, komm, wir haten nicht. Satzanfänge ist egal. Wie auch immer, die Gymbetreiber haben das auch mitbekommen und die Frau aus dem Gym geschmissen. Und nach ihrem Rausschmiss schreibt sie auf Insta folgendes. So. Mi, 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 mi. Nee, was schreibt sie? We back. Es heißt We're back, dumme. Du extrem gut aussehende, tolle, empowerte Frau, meine ich doch. Sorry, my stretching-Video got out of hand. Und dann das Studio getaggt. Also Props an Only X Athletica. Es gibt noch Gyms, in denen es mit rechten Dingen zugeht und die solche dummen, solche empowerten, tollen, gar nicht OnlyFans-Content produzierenden Schnecken rausschmeißen. Befürwortet das. I'll make it less sexy next time. Ja, man. Sexy. Sexy ist genau das, was mir dabei durch den Kopf gegangen ist und nicht Scheiß in die Luft oder furz den Kameramann an oder pöhl deinen übertriebenen Hintern in Gesicht von Leuten, die den nicht sehen wollen. Das habe ich alles nicht gedacht, sondern ich habe das gesehen und ich habe gedacht, oh ja, sehr sexy. Ich habe nichts gegen schöne Frauen. Ich habe was gegen dumme Frauen. Do I hear butt shaming? Nee, nee, also der Hintern von der ist mir maximal egal. Ich werde es beim nächsten Mal etwas weniger sexy machen. Ja, also ihr. Wie er das immer ausspricht, als ob das den YouTube-Algorithmus juckt. Die wissen genau, was du da tust. Ihre Ausrede ist, dass das nur ein Stretching-Video war. Wenn ich. Ey, der muss doch so eine Bibliothek haben. Nur von solchen Ausschnitten von irgendwelchen Videos. Oder hat das der Cutter von dem? Hat der seinen eigenen Cutter? Also ich würde da schon nicht mehr durchblicken. Das würde mich komplett überfordern. Ich mir noch mehr solcher Videos ansehe, denke ich mir einfach nur. Ich habe keine Kraft mehr. In meinem nächsten Leben will ich als Muschel wiedergeboren werden. Und damit willkommen zurück, meine toxischen Saiyajins. Ich möchte beim nächsten Leben als Katze wiedergeboren werden und dann liege ich den ganzen Tag auf irgendeinem Sofa. Wobei, lieber nicht. Nachher bin ich eine arme Katze auf Korsika. Ich spende übrigens regelmäßig einen Teil meiner YouTube-Einnahmen
an Katzen in Korsika, um denen zu helfen. Ja, Männer werden wieder im Gym gecancelt und noch schlimmer, diesmal werden wir sogar diskriminiert. Nein, diesmal werden die Frauen gecancelt. Let's go! Nach diesem Video wirst du dir mit Sicherheit die Frage stellen, warum es eigentlich keine Männer-Gyms gibt. Das frage ich mich schon lange. Es gibt ja auch Männer-Tennis-Clubs, Männer-Golf-Clubs. Bestimmt auch jede Menge Sachen, wo nur Männer hingehen und wo Frauen nackig sind. Es gibt ja eigentlich schon sehr viele Sachen für Männer. Aber bei den Gyms, weiß ich nicht. Wie ist das? Gibt es keine Männer-Gyms? Also Frauen-Gyms gibt es ja vor allem deshalb, damit die Frauen dort den Männern ihre Ruhe haben, damit die einfach keine Männer sehen müssen. Also, oder wenn halt jemand, weiß ich nicht, es gibt da so Women's Day oder Ladies' Day oder so, damit du halt da als Muslima hingehen kannst und nicht behelligt wirst und halt ohne Kopftuch trainieren kannst und so. Ja, das gönne ich denen ja. Wobei, ich weiß nicht, sollten die Männer nicht eigentlich auch modest sein und so? Das ist eigentlich uncool. Die sollten eigentlich auch irgendwie bedeckt darum gehen. Da sollte es dann auch irgendwie noch so ein Fundi-Day für Männer geben. Aber starten wir mit dem ersten Clip und dieser hat sich sogar im deutschsprachigen Raum ereignet. Nein. Copying the weird man in the corner of the gym. Was machen die? Warum wackeln die mit den Ärschen? Die macht den Typen nach? Junge, ey, sonst keine Probleme, ne? Oh, ey. Diese weißen Sneaker sind auch sowas von 2020. Könnt ihr mal wieder irgendwie was mit Farbe anziehen? Nein, Spaß, ist mir scheißegal, was Leute anziehen. Aber ich verstehe nicht, also auf ganz ehrlich, ich verstehe nicht, warum man Schuhe trägt, die halt irgendwie nach einmal tragen dreckig sind irgendwie, um zu zeigen, dass man sich jede Woche neue kaufen kann oder so. Ich weiß nicht, was ist der Sinn dahinter? Wäre mir tendenziell zu dumm, egal. Hä, was machen die denn? Warum machen die den Typen nach? Ich habe wirklich selten so ein respektloses Video gesehen. Nicht nur, dass sie den Mann im Hintergrund heimlich dabei aufnehmen, wie er trainiert, sie machen ihn auch noch nach und machen sich darüber lustig. Alter, wenn mich jemand nachmachen würde, würde ich ohne Witz wie so eine Karen, glaube ich, zu dem Gymschalter gehen und mich da drüber beschweren oder so. Ich würde die filmen, wenn ich das mitkriegen würde. Ich würde irgendeinen absoluten Karen-Move abziehen und mir das nicht bieten lassen. Also das wäre mir mal komplett zu dumm. In der Beschreibung steht, copying the weird man in the corner. Ihr seid die Weirdos. Was ich mich hier frage ist, haben sie das wirklich aufgenommen? Was ich mich frage ist, wie viel Lack die hatten und von Obi oder Bauhaus. Haben sie das wirklich aufgenommen, geschnitten, sich das nochmal angesehen und gedacht, ja Mann, das ist ein gutes Video, das ist voll lustig. Du lieber Himmel, der Typ kapiert gar nichts, der ist ja dumm wie... Ich guck mir meine Videos an, wenn ich mir die scheiß Videos so im Schnitt angucke, ja, was ich da so fabriziert habe. Und dann hinterher denke ich mir eigentlich so 90% der Zeit und so cringe, 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 weg. Ah, scheiße, ich muss was hochladen. Okay, was soll's, wenn es halt irgendwer abfeiert. Bitteschön, hier. So, allein wenn man sich schon für so eine Scheiße feiert, ey, wie die sich auch bepisst haben halt. Wie auch immer, viele internationale Influencer haben darauf reagiert und der Hate war groß. Stellt euch mal vor, irgendwelche Gym-Anfänger sehen das Video. Die denken sich dann, hey, vielleicht sollte ich mich doch wieder im Gym abmelden, denn ich habe keine Lust, irgendwo in einem Video aufzutauchen, weil ich die Übungen noch nicht drauf habe. Also das hätte ich, glaube ich, nicht gemacht, als ich noch Gym-Anfänger war, denn ich hatte gerade so einen tollen Knebelvertrag unterschrieben und dann hieß es, entweder gleich kündigen oder ranklotzen. Ich habe mich dann einfach komplett entblödet und bin halt so gut es ging und so oft es ging dann ins Gym gegangen und habe dann da erstmal so ein halbes Jahr ergebnislos vor mich hingekrepelt und irgendwie hat es mir Eislaufen echt mehr gebracht als Gym, muss ich echt sagen. Ich habe mehr Muskeln aufgebaut nur durch Eislaufen, weil das einfach so eine krasse, geile Mischung aus Krafttraining und Cardio ist. Also es gehört ja noch mehr dazu, man macht ja auch auf Eistraining, man läuft, ist ja nicht nur auf dem Eis, und aber schon die Sprünge hauen schon richtig heftig rein. Wirklich peinliches und unnötiges Video, denn so sollte man sich als Fitness-Influencer nicht präsentieren. Im Gegenteil, man... Die ist ein Fitness-Influencer? Naja, ich lasse mich bei Fitness nicht influencen. Ich schaue mir dazu immer nur so die aktuelle Forschung an und meinen Arsch. Und da sehe ich dann schon von alleine, ob das sich in die richtige Richtung bewegt. Man nimmt keine Fremden auf und macht sich schon gar nicht über sie lustig. Und zeigt auch nicht mit den Finger auf sie und lacht. Das grenzt einfach schon an Mobbing. Und ich will gar nicht wissen, wie sich der Typ gefühlt hat,
als er dieses Video hier gesehen hat. Ey, meint ihr, der hat das gesehen so, wenn das so komplett viral gegangen ist? Alter. Hey, hallo, wie geht's? Könntest wenigstens antworten, was das? Wie auch immer, bitte verhaltet euch nicht wie diese Fitness-Influencer. Kommen wir zum nächsten Video. Es ist Sommer, endlich keine Leggings und Hoodies mehr im Gym tragen. Zeit für Shorts und Sport-BH. Ja, okay. Würdet ihr so ins Gym gehen? Also als Typ wäre das Äquivalent dazu ja einfach oben ohne, ne? Ich glaube, ich würde es jetzt nicht so feiern. Aber ganz ehrlich, mich würde das auch nicht jucken, wenn ich einen Typen oben ohne im Gym sehe. Ich denke mir, dann schwitzt der vielleicht, vielleicht ist ihm heiß. Free the nipple brauche ich jetzt da nicht, ganz ehrlich. Und ich würde es nicht anziehen. Aber was mich eher juckt, ist, dass die ja, also sehr viele, es ist so ein unausgesprochenes Geheimnis wohl, zumindest haben das auf TikTok schon viele Frauen angesprochen, weil sie meinen, ja, mit Schwitzen und es ist irgendwie unbequem, dass sie nichts drunter haben, Alter. So, ich weiß nicht, ob das stimmt. Weil ich gucke Leuten üblicherweise nicht lang genug auf den Arsch, um festzustellen, ob die Unterwäsche tragen oder nicht. Und das interessiert mich auch nicht, beim Gym zum Trainieren. Aber ey, ganz ehrlich, also ich hoffe, du hast ein dickes Handtuch drunter. Natürlich kann im Gym jeder tragen, was er oder sie möchte. Nur ich find's irgendwie krass, wie sich das Ganze entwickelt hat. Denn eine kurze Leggings und Sport-BH ist ja schon fast Unterwäsche. Aber das ist nur meine Meinung. Hören wir uns mal ihre Regeln an. Aber nur weil wir als Frauen so im Gym rumlaufen, heißt es nicht, dass du gucken, gaffen oder sogar Fotos machen könntest. Also reiß dich zusammen und werd endlich erwachsen. Naja, ich weiß nicht, wenn du halt komplett weird Shit machst und Leute drehen sich danach um. Wenn einer immer die Gewichte knallen lässt, dann drehe ich mich da vielleicht auch mal einfach um, weil ich mich halt erschrecke oder so. Und ich glaube, wenn die mir jetzt komplett ihren pinken Arsch ins Gesicht hält, dann würde ich mich wahrscheinlich auch erschrecken. Und dann, also manche Leute haben schon so auffällige Klamotten an, also diese Arschfressen Hose-Leggings. Angeblich sollen die ja so geil bequem sein. Vielleicht saugen die einfach das Arschwasser auch besonders gut auf beim Trainieren. Keine Ahnung. Ich will das nicht in meiner Riefe. Brauche ich nicht. Verstehe ich nicht. Ich bin einfach ein Boomer, wisst ihr? Manche Sachen werde ich in meinem Leben einfach nicht mehr lernen nachzuvollziehen und das ist auch gut so. Eigentlich eine positive Message, aber eine Sache verstehe ich hier nicht so ganz. Nicht gaffen und keine Fotos von Fremden machen, das sollte für jeden selbstverständlich sein. Denn ganz ehrlich, das ist uncool. Fokussier dich doch lieber auf dein Training. Es gibt ja vor allem auch einen Unterschied zwischen gaffen und kurz hingucken. Ganz ehrlich, wenn jemand halt richtig gut aussieht oder eine tolle Form hat beim Trainieren oder irgendwas macht, wo ich mir denke, oh, ach so macht man die Übung. Ich guck mal, wie der das macht. Ich habe keine Ahnung von dem Gerät. Dann würde ich da vielleicht auch länger zuschauen. Und ich meine, ganz ehrlich, wo sind wir denn? Wir sind doch alle erwachsene Menschen. Wenn einen das stört, dann guckt man halt kurz zurück, so ungefähr, was soll das? Dann guckt der andere weg. Ne? Ich meine, dafür muss ich nicht mal besondere Social Skills haben, um das irgendwie festzustellen. Aber es macht doch einen Unterschied, welche Intention man so hat. Also auch, wenn man irgendwo mal länger hinguckt. Es gibt ja so Blicke so von wegen Astbacke. Und dann gibt es so ganz normale. Manchmal starrst du ja auch einfach nur so in die Gegend und kriegst das gar nicht so mit und guckst quasi durch jemanden durch. Da gab es auch so einen TikTok von so einem blinden Typen. Da hat ihn dann echt einer angegangen, weil er in ihre Richtung geguckt hat. Und er meinte dann so, sorry, ich bin blind. Und sie meinte dann zu ihm so, ist mir egal, ich denunziere dich jetzt bei dem Gymbesitzer oder was, Management. Dann ist er da rausgeflogen, Mann, kein Witz. I'm blind. If you know what those two words mean, you are much smarter than the girl who was screaming at me at the gym. I didn't come here to be stared at. Oh, I'm sorry, I'm blind, I say to her. Her response? I don't care. Stop staring at me. Kranke neue Scheiße. Aber was ich hier nicht verstehe, ist dieses Nicht-Gucken. Also, was soll bitte angucken so schlimm sein? Es tut mir leid, dass ich geboren wurde. Ich meine, du guckst ja automatisch, außer du läufst mit Ja, vor allem, wofür trainierst du deinen Arsch? Könnt ihr mir doch ernsthaft nicht erzählen, so, das mache ich alles nur für mich, aha, the female gaze, bla bla bla. Come on. Also ich meine, ein Stück weit mache ich schon Sachen für mich, aber deswegen tut es mir ja nicht weh, wenn Leute den Fortschritt bemerken, ja? Warum postest du Videos darüber, wenn du es nur für dich machst? Also ich meine, natürlich macht man es für seine Gesundheit, für sein Aussehen und man freut sich selber, wenn man in den Spiegel guckt und denkt sich, jo, also den Körper, den habe ich mir selber aufgebaut, so die Muskeln und... Aber trotzdem ist es einem doch wichtig, wie man auf andere wirkt. Man ist ja
egal wo man sich befindet, immer ein soziales Wesen. Also das ist ja der Inbegriff von Menschlichkeit. Sonst würde unsere Gesellschaft auch gar nicht funktionieren. Und sich selbst so als Insel zu betrachten, als wäre man losgelöst von allen anderen und ihren Meinungen und als hätten nicht Meinungen und Gedanken anderer Menschen seit dem Anbeginn der eigenen Existenz das eigene Denken geprägt, das ist einfach unheimlich arrogant und fucking weltfremd. Das mit nicht gucken ist völliger Quatsch. Und wer sich vom ganz normalen Gucken oder Blicken belästigt fühlt, der sollte vielleicht zu Hause trainieren und nicht in einem öffentlichen Gym. Denn einfach da in der guckt Höhle man leben. Automatisch. Nicht, weil man die Person irgendwie attraktiv findet, sondern weil man einfach mit offenen Augen durchs Gym läuft. Selbst wenn man jemanden attraktiv findet, soll man sich dann jetzt nur noch auf Tinder kennenlernen oder so, weil man ja ansonsten nicht gucken darf und so. Ich meine, das war früher eigentlich mal nett, ne? Du hast jemanden gesehen, den du schön findest, du hast die Person angeguckt, ja, dann hat die Person zurückgeguckt und dann awkward silence, keine Ahnung, so in meinem Fall, weil ich nichts damit anfangen konnte, aber ich meine, wenn du normal bist, so guckst halt vielleicht rüber, der andere guckt auch rüber, ihr schenkt euch ein freundliches Lächeln und dann knickknack zu mir oder zu dir, weiß ich nicht. Also so funktioniert das doch normalerweise. Scheiß Internetgeneration. Außerdem guckt man auch manchmal in eine bestimmte Richtung, um zu schauen, ob das Gerät, was man gerade benötigt, frei ist. Oder man guckt Leute an, wie sie die Übung machen, weil man vielleicht selber noch Anfänger ist und sich ein paar Übungen abgucken möchte. Allerdings, das habe ich auch immer gemacht. Und dann schiele ich immer auf die Beinpresse, weil die grundsätzlich belegt ist. Ey, da müsste es wirklich zwei von geben in unserem Gym. Und dann sind da meistens auch solche Öhmchen drauf. Und wenn das Öhmchen, beziehungsweise auch manchmal so jüngere Damen, wenn die dann runtersteigen und ich vergesse dann manchmal fürs Warm-up dann das hochzustellen, also, oder beziehungsweise tiefer, also es schwerer ist, und dann knall ich das Ding auf voll dran. Ich bin, glaube ich, irgendwie bei 390 oder so Pfund Ferse noch, 3-4 Scheiben sind noch drauf, dann habe ich das Maximum hoffentlich endlich bald geschafft, steige ich dann auf dieses schräge Ding um. Ich weiß nicht, wie die ganzen Geräte heißen, ist mir scheißegal, wichtig ist, dass ich weiß, was ich mitmachen soll. Und wo wir beim Thema gucken sind, es gibt auch Frauen im Gym, die sich die ganze Zeit aufnehmen und nur darauf warten, bis ein Mann guckt, damit sie ihn als Gym-Creep darstellen können. Don't know why this man is staring at me. I'm pretty sure it's because he fancies me, or he thinks I'm a weirdo. Okay, angeblich starrt sie gerade einen Mann an. Ist da ein Mann in dem Video? Ich habe nicht mal einen Typen gesehen, in dem ganzen Video war einfach kein Typ. Jetzt achtet mal ganz genau drauf, wohin er schaut. Let's go. Na, der da, der kleine Mensch da im Hintergrund. Der um die Ecke geht. Hä? Also der hat einfach nur geguckt, weil die Frau da halt war. Also, weil, weiß nicht, wenn du irgendwo jemanden siehst, treffen sich halt die Blicke, oder? Ich meine, hat der überhaupt in ihre Richtung geguckt? Das hat man ja nicht mal richtig gesehen. Was? Habt ihr es gesehen? Der hat mich angeguckt. Er hat nicht mal eine Sekunde in ihre Richtung geschaut. Der hat gar nicht in ihre Richtung geschaut. Und sie kriegt hier einen Nervenzusammenbruch. Ja. Meiner Meinung nach sind genau solche Frauen das Problem und die eigentlichen Gym-Creeps, die fremde Männer aufnehmen und ohne Erlaubnis ins Internet stellen. Wenn ihr sowas schon beobachten recht, solltet, ne? Dann meldet es am besten den Trainer, damit er ihr das Handy wegnimmt. Neben diesem... Gleich das Handy wegnehmen. Konfiszieren wie in der Schule einfach. Gym-Creep-Trends in den USA... habe ich jetzt auch einen komischen Trend in Deutschland entdeckt. What the fuck? Nimm deine Dinger aus meinem Gesicht. Was hat die, der Make-up-Pinsel? Ach du Scheiße. Diese deutsche TikTokerin. Wir haben das früher Duckface genannt, wenn du so die Selfies machst. Drin hat ungefähr 1 Million Follower und schminkt sich während der Übung. Und da frage ich mich einfach nur... Einfach 1 Million Gym-Creeps, die ihr folgen? Oder was denkt sie, wer sich das anguckt? Warum? Es gibt doch eine Umkleidekabine. Wieso muss man sich während der Übung schminken und unnötig die ganzen Geräte blockieren und mit Schminke verschmutzen? Damit man so ein beschissenes Video drüber machen kann. That's the point.
Wie auch immer, natürlich darf ein Formcheck auch nicht fehlen. Ja, mach mal den Formcheck. Okay, da geht noch was, würde ich sagen. Also das ist ungefähr auf meinem Level hier von der Armmuskulatur. Ich weiß nicht, also, was meint ihr? Ich oder sie? Ah, ich kann nicht so gut flexen, ich habe hier kein schönes Licht. Das ist uncool, ich lasse das mal. Ihre Video-Caption ist auch interessant. Wo als nächstes? Mir egal wo, Hauptsache... auf dem Klo, bitte. Schminken im Gym ist sowieso unnötig, aber wenn ihr das unbedingt machen wollt, macht das zu Hause oder in der Umkleide. Nun, meine Freunde, kommen wir zu einem Trend, den wir bereits auf diesem Kanal kennen. Also ich gehe gleich ins Gym und ich habe da so eine Creatorin auf TikTok, die postet ja so ihre Gym-X oder Sachen, die sie nicht mag. Ich dachte, ich poste meine, weil... Gym-X, oh Gott, Ick-Listen hatten wir auch schon, Freunde. Braucht man noch mehr davon? Ja, ihr habt richtig gehört. Jetzt gibt es auch Ick-Listen für das Gym. Ich glaube, viele Gym-Anfänger, die wissen halt noch nicht, dass es so eine Art Gym-Knigge gibt. Okay, es gibt Dinge und Sachen, die man macht oder nicht macht. Doch, ich wusste das lange bevor ich ins Gym gegangen bin. Da wusste ich schon, dass es eine Art Gym-Etikette gibt. Weil bevor ich nämlich da das erste Mal hingegangen bin, habe ich ja etliche Gym-Videos geschaut von irgendwelchen Leuten, die halt so, keine Ahnung, Training-Zeug einem erzählen, weil ich dachte, ah, das kann ich doch alles zu Hause machen und ich habe da jetzt eigentlich keinen Bock drauf und so. Und da war ich schon komplett eingeweiht, bevor ich da überhaupt hingegangen bin und kannte schon so einige Sachen. Das ist halt so ungeschriebenes Gesetz. Okay, jetzt bin ich sehr gespannt drauf, was man so im Gym nicht machen darf. Anfänger fragen immer, wenn man gerade mitten im Satz ist. Und das kann das sein? Sorry, jetzt war sie gerade mitten im Satz. Kann das sein, dass immer Leute solche Labervideos über solche Sachen machen, die selber einfach null buff sind und gar nicht irgendwie voll die Gym-Bros oder Gym-Schwestern oder was, wie nennt man das bei Frauen, weil sie ihre ganze Zeit damit verbringen, einfach nur Videos zu drehen und ansonsten eigentlich außer ihrem Arsch nichts trainieren? Also es ist jetzt ein Vorurteil, aber kann das sein? Habt ihr auch den Eindruck oder... finde ich wieder gemein. Das finde ich einfach nur asozial und scheiße. Leute unterbrechen mich, um zu fragen, bist du da gerade dran oder kann ich eben dein Gewicht... Denke ich mir so, Junge, warte, bis ich mit meinem Satz fertig bin. Weil jetzt muss ich unterbrechen, dir deine unnötige Frage beantworten. Jetzt weiß ich nicht, ob... Wisst ihr, wie ich meine? In der Zeit hätte ich schon jetzt hier auf jeden Fall 3 Wiederholungen hier reingemacht, wo sie das Video gefilmt hat. Also no offense, jeder hat das Recht ins Gym zu gehen, egal welches Trainingslevel und so. Ich meine, ihr seht mich ja, aber ich finde es immer so witzig, irgendwie, dass die Leute für sowas Zeit und Nerven haben. Aber vielleicht ist sie ja eine Fitness-Influencerin. Soll ich von vorne anfangen? Soll ich weitermachen? Das ist mein Satz scheiße. Warte, bis die Leute fertig sind mit ihren Sätzen. Frag die Leute in ihren Pausen. Ich bin überrascht. Das ist wirklich ein guter Punkt. Ganz ehrlich, wenn mich jemand mitten im Satz anspricht, dann ignoriere ich die Person, denn ich bin fokussiert auf diesen Satz. Es geht mir auch so. Ich bin in so einem Rentner-Gym und ihr müsst wissen, dass da teilweise Leute sind, also vor allem diese Omis, ja, die geiern immer so auf ihre 3 bestimmten Geräte, mit denen sie sich auskennen. Und ich bin halt so, ich time das dann auch so ein bisschen, ne, damit ich genügend Recovery-Zeit habe zwischen den einzelnen Sätzen. Was weiß ich, wenn ich da jetzt irgendwie eine Minute gebraucht habe und dann mache ich halt 2 Minuten Pause, ja, da stehe ich dann jetzt meistens nicht auf, weil ich denke mir, wenn du jetzt halt mit das Gerät die du reinteilen willst, kannst du mich ja gerne ansprechen und fragen und dann teilt man sich das Gerät, wenn du meinst, du wirst in 2 Minuten fertig, hast du in den 2 Minuten alles umgestellt und da dein Set reingebracht, okay, wenn du meinst. Ich meine, es hat bisher noch nie funktioniert, vor allem nicht bei den Omas, aber gut, ich würde jetzt nicht zu irgendwem sagen, so nein, kannst du nicht, ich würde jetzt hier mit meinem Handy weiter sitzen und da ein bisschen scrollen, aber meistens suche ich halt, was ich mir eine Playlist aus oder ich gucke kurz, ob ich eine Nachricht habe und ich finde, es ist echt nichts Schlimmes dabei, wenn das Gym eh leer ist, ne? Nicht jetzt am vollen Freitagabend oder so, aber wenn es eh leer ist, du sitzt da und chillst halt, bis du eben das nächste Set machst und dann kommen Leute und quatschen einen an, so ungefähr so wie, ja, was machen sie da, wie lange brauchen sie noch und ich denke mir nur so, ja, das waren jetzt 10 Sekunden, jetzt bis jetzt, so. Und das triggert die so maximal, wenn du am Handy bist. Und da müssen sich echt etliche Rentner beschwert haben. Also über die kaputten Duschen haben sich diese Luschen natürlich nicht beschwert. Duschluschen. Aber über Leute, die am Handy sind. Dann wurden echt Zettel aufgehängt im Gym, dass Handybenutzung auf den Geräten verboten wäre. Richtig sympathisch, Mann. Und das war für mich auch so ein Grund, warum ich meine Mitgliedschaft gekündigt habe jetzt. Jedenfalls, diese Omis haben sich da wohl maximal echauffiert.
Aber nach ein paar Monaten haben sie diese Schilder wieder entfernt. Denn die jungen Leute haben sich wohl gewehrt. Aber es ist echt, ich kann niemandem empfehlen, in so ein Boomer-Gym zu gehen, Leute. Macht das bloß nicht. Wenn ihr seht, dass da viele Boomer sind und irgendwie solche Boomer-Geräte auch und kein Raum mit Hanteln und so, wo irgendwie ein paar Muskelprotze drin hängen, dann geht da nicht rein. Das ist ein uncooles Gym. So am Anfang macht man den Fehler und man denkt sich so, ja, da bin ich doch so als unerfahrenes Häschen ganz richtig aufgehoben. Nein, seid ihr nicht. Ihr wollt richtige Gym-Bros werden und glaubt mir einfach, trust me. Das war so ein Fehler, den ich gemacht habe und dann habe ich das hinterher bereut. Rentner, maximal anstrengend. Noch eine Rentnergeschichte, mal abgesehen davon, dass sie einen immer unterbrechen, wenn man irgendwie eine Minute Pause macht irgendwo und nicht sofort, ne? Wisst ihr, was die Leute dann gemacht haben? Die haben sich dann neben das Gerät gestellt und da am Handy gescrollt. Und 99% der Zeit kommen diese Omas sowieso nicht auf dich zu, aber wenn sie gerade irgendwie auf Krawall gebürstet sind, dann fangen sie an und fucken sich darüber ab, dass du irgendwie an deinem Handy mal deine Playlist irgendwie das zum nächsten Songs gibst. So, das können die nicht ertragen, die 10 Sekunden. Jedenfalls kam dann mal eine zu mir an, da war ich auch ganz kurz am Playlist skippen oder so. Ich habe wirklich nichts Malignes gemacht, also was ultra lang dauert oder so. Das kann ich ja auch verstehen, dass das Leute aufregt, ne? Also das gehört sich ja echt nicht, so 5 Minuten dann am Handy und zwischen 2 Sätzen und so, das macht man ja nicht. Aber jedenfalls, die kam an und hat echt angefangen, ohne Vorwarnung mich zu beleidigen und hat halt einfach gemeint so, ja, wie lang dauert das denn noch und überhaupt diese Handystrahlung, das wäre gar nicht gut, ich soll das im Gym nicht benutzen. Sie kriegt diese Strahlung nämlich auch ab. Da war es für mich vorbei, Leute. Wenn dich jemand fragt, hi, wie viele Sätze hast du noch? Und du sagst, ja, ich habe noch so 2 Sätze oder so. Und die Person, die dich gefragt hat, musst du dir mental in deinen Kopf speichern, weil denn du weißt, nach mir ist auf jeden Fall diese Person, die mich gerade gefragt hat. Was? Ich würde sagen, das ist dein Problem. That sounds like a you problem. Hä? Okay, das ist völliger Quatsch. Ja. Wenn mich eine Person fragt, wie viele Sätze hast du noch? Und ich sage 2. Dann mache ich meine 2 Sätze und geh einfach. Ja, das ist das Ding bei meinem Oma-Gym so. Die Omas, die sind zwar senil, aber nicht so senil. Das merken die sich, dass sie da an mein Gerät wollen. Die kommen dann wieder, wie die Schmeißfliegen so. Da muss ich mich nicht drum kümmern. Da würde ich mich auch nicht drum kümmern. Ich bin ja froh, wenn die wieder abhauen. Und ich dann noch, 5 Supersets machen kann. Keine Ahnung. Alter, jetzt komme ich hier voll als der Gym-Rowdy rüber, aber Leute, ich meine es echt sowas wie halt, weiß ich nicht, mal eine Minute, 30 Sekunden so aufs Handy gucken, das ist doch nicht verwerflich, oder? Was meint ihr? Findet ihr das schlimm? Aber man muss halt eine Pause machen zwischendurch, wenn man halt sehr schwere Sachen hoch und runter bewegt hat, weil, also ganz ehrlich, ich spüre da nichts mehr. Ich muss dann eine Pause machen kurz. Ganz oft denke ich mir auch so, aufstehen will ich jetzt aber auch nicht. Muss mir niemanden einprägen. Okay, jetzt kommt meine Story. Und zwar wollte ich Hip Thrust machen an der Hip Thrust Maschine und da war aber ein Mädel dran. Habe ich gefragt, ja, wie viele Sätze? Das ist auch ein Gerät, was ich nie benutze. Das ist auch so ein Arschgerät, oder? So, machst du noch? Und die so, ja, so 2 oder so. Ich so, okay, alles klar. Auf jeden Fall habe ich dann inzwischen irgendwas anderes gemacht, ne? Und die war dann mit ihr. Sich geschminkt, die Handtasche poliert, Gym-Video gedreht. Setzen fertig und ich stehe auf, will schon zur Maschine laufen, dann kommt so ein Mädel zu ihr und sagt, hi, bist du schon fertig? Die so, ja, ich bin fertig. Und dann geht die. Wie kann sie nur, Alter? Sie hat jemand anderes als dich ans Gerät gelassen. Was für eine Nicht-Gönnerin einfach. Und dann geht die andere an die Hip-Thrust-Maschine. Ja, das ist ja auch ein öffentliches Gym. Jeder darf an die Maschinen ran. Und wenn du zwischenzeitlich was anderes machst und zu spät kommst, dann ist das eigentlich deine Schuld. In dem Fall hätte ich... Nee, nicht eigentlich, Weird Flex. Komplett. Es ist einfach dein fucking Problem. Also nicht deins, das von der Tante da. Einfach die Person angesprochen und gefragt, ob man sich abwechseln kann. Obwohl ich davor stand, ich habe das alles gesehen. Ich stell mir gerade so vor, wie sie im Gym steht, so Mimi, 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 Mimi. Scheiße, jetzt geht ihr an mein Gerät. Nein, ich warte schon so lange auf dieses Gerät. Und ich dachte mir so, Junge, ich habe dich vor 20 Minuten gefragt. Du musst dann mental speichern, sie ist... 20 Minuten, Alter, wie... Okay, ja gut, ich verstehe schon, dass einen das abfuckt, wenn dann wieder so eine Oma 3 Stunden für ihre eine Übung braucht mit, weiß ich nicht, 20 Gramm drauf. Ja, würde mich halt auch langweilen, aber dann werd halt reich und geh in ein Reiche-Leute-Gym. Da ist nicht so viel los. That's life. Als würde ich mir merken, wer mich vor 20 Minuten im Gym angesprochen hat. Das habe ich bereits nach 5 Minuten vergessen. Nächster Punkt. Ich habe vor 20 Minuten schon vergessen, was ich gemacht habe. Leute, wenn ihr jemanden nach
einem Gerät fragt. Und diese Person sagt, ich habe noch so ein paar Sätze. Pisst euch. Okay, steht nicht da und guckt dieser Person zu, wie die ihre Übung macht an dem Gerät. Naja, wenn mir jemand sagt, ich habe nur noch einen Satz, dann stehe ich in der Nähe und warte, bis die Person ihr Satz beendet. Nee, du musst da das Gym verlassen einfach. So, unausgesprochene Regel. Du hast dich dann komplett raus zu verpissen, damit die andere Person sich nicht gehetzt und gestresst fühlt. Hier ist mal Real Talk, man muss sich echt nicht direkt daneben stellen und dann da so auf... los, hopp, 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 werd mal fertig mit deinem Set. So, das muss man halt nicht bringen, ist schon klar, ne? Aber dass man sich jetzt da irgendwie trollen muss, nur weil der andere sich dann einbildet, dass er gestresst ist, das sehe ich natürlich auch nicht ein. Einfach alle mehr chillen und dann wird unsere Welt eine bessere. Da verstehe ich ehrlich gesagt das Problem nicht. Ich schwöre bei Gott, das ist mir letztens passiert. Ich war in der Multipresse, Mann. Und dann kommt da so ein Mädel mit ihrem Freund oder so. Und die fragen, ja, wie viele Sätze hast du? Habe ich gesagt, ich habe noch so 2 oder so 2,5. Na, ich war gerade mal angefangen. Und die so, okay. Und dann, die stellt sich da hin und guckt mich so dabei zu. Und macht so Hand in die Hüfte, ungeduldig. Wahrscheinlich hast du einfach ewig lang gebraucht. Nee, wobei, keine Ahnung, kann man nicht wissen. Da würde ich, glaube ich, mir richtig, richtig schön Zeit lassen dann bei dem Set. Würde ich sagen, ah, so, tut mir leid, hab vergessen, dass ich das, ich hab mich doch verzählt. Es sind noch 5, sorry. Und denke ich mir so, verpiss dich, bevor ich hier die Polizei rufe. Ich hasse das. Polizei, Alter, weil die andere mit ihrem Gymdurchlauf fertig ist und heimgehen will und dich angeschnauft hat. Echte First World Problems hier, echt. Ja gut, das wiederum kann ich ein bisschen verstehen, wenn man sagt, man hat noch 3 Sätze und die Person steht dann vor einem und starrt einen an. Nur Fleisch macht Fleisch, also an die Fresse. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich fokussiert meinen Satz mache, würde ich nicht mal checken, dass mich einer anstarrt, weil es mich auch irgendwo gar nicht juckt. Und jetzt der letzte Punkt, der vielleicht ein bisschen kleinlich ist, wenn ich dich dann frage, so, hi, wie viele Sätze hast du noch, Maus? Und du sagst mir dann, ich habe noch so 20 Minuten, ich schwöre, ich baller dir eine. Ich glaube, das habe ich auch mal gemacht, weil ich mir denke... Also irgendwie kannst du die Frau aber auch nicht glücklich machen. So, wenn du nicht mehr lange hast und dann sollst du aber dir die Person noch merken, so ungefähr so die rüberwinken, wenn du fertig bist und 20 Minuten brauchen darfst du auch nicht. Also ich weiß nicht, also chillt doch alle mal ein bisschen. Was ist, wenn jemand zum Beispiel verletzt ist, du siehst ja auch nicht jede Verletzung und möchte halt ganz langsam trainieren oder weiß ich nicht, Time Under Tension optimieren. Also wie gesagt, das ist ein öffentlicher Raum. Ich finde es zwar nicht schön, wenn so eine Oma da irgendwie 20 Minuten für ihr Ding braucht, aber das ist ein Me-Problem. Die hat genau das gleiche Recht, da zu sein wie ich. Die hat dafür bezahlt und wenn mich das stört, dann ja, kann ich halt heulen gehen, weißt du? So kann die Person besser ihr Training planen. Denn ganz ehrlich, mir haben mal Leute erzählt, ich brauche noch 3 Sätze und haben eine halbe Stunde gebraucht und andere brauchen für 3 Sätze nur 5 Minuten. Wie auch immer, Freunde, wenn ihr euch überlegt, euch im Gym anzumelden oder noch Gym-Anfänger seid, lasst euch nicht von solchen Videos abschrecken. Jo, läuft bei ihm. Ey, vorhin habe ich ein Video von dem geguckt und der hatte echt, um die 8 Minuten vollzukriegen, damit man mehr Werbung reintun kann, hat er einfach noch diese ganzen Dragon Ball Sachen hinten nach dran gehängt. Einfach ein Macher, Leute. Aber ich finde den schon ganz lustig. Der macht immer stabile Videos, auch wenn ich nicht mit allem so konform gehe, mit meiner Meinung und so. Finde ich immer mal ganz cool, wenn auf YouTube noch jemand sich traut, eine Meinung zu haben und auch mal irgendwie... Ja, ein bisschen reinzuscheißen und nicht nur so, haha, ich will es allen recht machen, bloß nichts sagen, womit man anecken kann. Dafür feiere ich den schon, dass er das nicht macht.